Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wir haben den Arenaleiter Mac hier in Kirchester besiegt. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Bin sehr gespannt. Es war ja komischerweise ein Gesteins-Arenaleiter, obwohl es hier eine Eiswelt ist. Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne ein gutes Restaurant in Kirchester. Lass uns deinen Sieg dort feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Lecker Paul. Ach das, da waren wir ja auch schon mal. Mit einem Pokémon arbeiten geschickt. Ja. Wieso ist die eigentlich schon wieder hier? Ich meine, die hat doch da dieses Beben in Claw City untersucht. Gemeinsam mit Delion. Wahrscheinlich geht es auch darum. Hat die irgendwas herausgefunden? Das heißt doch schon wieder nichts Gutes. Immer wenn Sania uns was mitteilen will, passiert immer irgendwas Schlimmes. Ist euch das mal aufgefallen? Auf jeden Fall sind wir hier an der richtigen Adresse. Ach, Hopp ist auch da. Ah, Jesse, du hast dich schon die nächste Augenstab, was? Boah, mega krass, ich hab hier verkackt. Da bist du ja, wir haben bereits auf dich gewartet. Ich hab immer noch nichts Neues über die finstere Nacht oder die Pokémon des Schwertes und des Schildes herausgefunden. Wieso im Plural? Die Pokémon des Schwertes, es gibt doch nur eins. Da hängt ja plötzlich auch so ein Wandgemälde, ne? Moment mal, das... Das gibt's doch nicht. Ja, wow, das haben wir ja schon untersucht. Hier, so ein fesches Poster. Ja, oder? Lecker Paulstrahlendes Lächeln wird richtig hypnotisierend. Aber warte, das meinte ich gar nicht. Du bringst dich ganz durcheinander. Die beiden Hellen sehen so traurig aus. Obwohl sie das Schwert und das Schild sind. Was hat diese Darstellung bloß zu bedeuten? Wir haben auf jeden Fall den humorvollen Arc gewählt. Mit dem Poster da rechts nehmen. Vielleicht endet so die Legende. Die haben beide so eine Kerze in der Hand. Es sieht eher wie ein Altar oder eine Grabkammer oder sowas aus. Ja, irgendwie was mit versiegelt, ne? Ich meine, das passt ja auch. Da in einer anderen Stadt haben sie auch das Denkmal quasi versiegelt. Mit diesen komischen Steinen da und wurde mit Graffiti vollgesprayt. Keine Ahnung. Das wäre möglich. Oder sind irgendwo in einen tiefen Schlummer gefallen? Ja, war das Schwert und Schild nicht gleichbedeutend mit den beiden Pokémon? Das ist so durch die Entdeckung der antiken Städte herausgefunden, oder? Ja, genau. Zumindest war das meine Vermutung. Ja, es könnte sein, dass das merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert oder Schild war, ne? Ich stehe gerade auf den Schlauch. Von welchem Pokémon redest du? Jesse, du weißt, was ich meine, oder? Ah, ja, das... Das im Schlummerwald, genau. Ja, natürlich. Richtig krass. Nicht vergessen, ne? Ja, das Pokémon aus dem Nebel, da kam, das könnte so aus der Legende gewesen sein, oder? Ja, aber das hatte ja im Schlummerwald kein Schwert im Maul oder sowas. Also, wie kommt der da jetzt drauf? Das ist ein bisschen komisch. Stimmt ja, ihr beiden wart ja im Schlummerwald. Ich bin eigentlich nur auf diese Reise gegangen, weil Oma mich gedrängt hat. Aber inzwischen finde ich das alles ungeheuer spannend. Tja, wenn man Sachen ausprobiert, entdeckt man Sachen, die einem vorher vielleicht nicht gefallen haben könnten. Komm, lass uns erstmal essen. Aber ihr müsst mir haargenau erzählen, was da passiert ist. Worauf habt ihr Appetit? Was soll ich euch bestellen? Ja, Big Mac mit geriffelte Pommes, große Cola. Läuft. Und KFC Bucket dazu. So kann es einem gut gehen. verstehe, sehr interessant. Alles klar, als nächstes sollten wir in Kirchester uns genau erkunden. Vor allem die Heroenzärme würde ich gerne näher unter die Lupe nehmen. Ja, wir haben uns das
ja alles schon angeschaut. Wir haben uns damit ja schon beschäftigt. Mit Sani hat man nochmal einen ganz anderen Blickwinkel da drauf. Ja, wo ist jetzt mein Big Mac? Mein Big Tasty? Mein KFC-Bucket? Der hat uns so eiskalt verarscht! Betrug! Die Musik ist immer noch so toll. Für mich der beste Pokémon-Soundtrack, der jemals gemacht wurde. Jetzt no joke. Die Heroentherme, hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben, nachdem sie das Böse besiegt haben. Es ist immer noch ein Atrium, ja? Aber heute wird die Heroentherme eigentlich nur von Pokémon genutzt. Das macht mich stutzig. Vor allem ist es irgendwie disrespectful, ne? Eine Held, der gebadet hat, schmeißt da jetzt irgendwelche Pokémon da rein. Am besten so Unratütox oder so. Ist die ganze Therme ja beschmutzt. Weiß nicht, Mann. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Wer genau waren diese Helden, die damals in der Therme gebadet haben sollen? Das werde ich Peter Neo untersuchen. Ihr beiden seid ihr schon nur mal diesem merkwürdigen Pokémon begegnet. Vielleicht wurde euch diese Ehre zuteil, weil ihr das Potenzial habt, so zu werden wie die Helden. Das ist doch mal ein Kompliment. Also wenn wir die zwei neuen Helden des Schwertes und des Schildes werden sollen, will ich aber der Held des Schildes sein. Und bei, wenn man Pokémon Schild spielen würde, sagt er wahrscheinlich genau das Gegenteil, oder? Ich hätte den Helden von damals zu gerne mal ihren großen Kampf zugesehen. Das war viel zu gefährlich, sagen ja, Mann. Hey, Jesse, lass uns euren epischen Kampf hinlegen. Wie kommt er denn da jetzt drauf? Wie das leckere Curry, das Arion spendiert hat, ist mein Kampfgeist neu erwacht. Stick voll Energie, du wirst erzählen. Und das alles ohne Energy Drink. Wuhu! Ich verstehe zwar nicht ganz, was du erwähnst, aber ich werde euch trotzdem zusehen. Vorher mache ich aber noch die Pokémon von Jesse wieder fit. Stimmt, die waren ja noch gar nicht wieder... Oh, shit, die waren noch gar nicht wieder fit. Egal. Danke, Sania. Aber bitte mit Sania. Es wird mal wieder Zeit, dass der zukünftige Champ seine Fähigkeiten zur Schau stellt. Und diesmal nicht auf Fresse fällt. Nach 1 Milliarden Niederlagen vorher. Wuhu! Okay. Pokémon Trainer Hopp, aber Hopp wieder Hopp Hopp. Zwollock. Was ist das für ein Viech? Uff. Die Wolli-Entwicklung. Jeez. Ich zähl auf dich, Partner. Schiert. Und schneit. Naja, solange es nicht hagelt, ne? Ich breche durch. Ist ja normal, Pokémon. Level 40. Läuft bei ihm, ne? Als ich gar nicht zurück war, das gefällt mir. Das Problem ist, wir sind mittlerweile schon viel, viel höher. Trotzdem, er hat auch ein bisschen trainiert. Halt durch, Partner. Schon zu spät. Partner hat sich soeben verabschiedet. Donatello Level 44. Naja, das Wolli war aber schon immer das Schwächste von seinen Pokémon, ne? Oh, er hat auch einen Krarmor. Naja, da ist, denke ich, Hothead der Richtige. Mit seinen Feuermoves sollte er Stählern im Rahmen ordentlich einheizen können. Krarmor. Anspannung, der hat nicht Erzwinger, okay. Ein Eschan, let's go! Borschnabel gegen ein Stein-Pokémon, are you for reals? Kann doch nicht dein Ernst sein, ne? I'm on fire today! Ja, fucking Nagel, ey. Bisschen unangenehm hier zu kämpfen, aber. Ja, mein. Oh, Grimasse. Übelste Loot-Move. Benutzt die Scheiße. Vor allem gegen ein Pokémon, was man so nie anfängt. Grimasse sucks. Rabe ist ausgeschaltet. Nauzi Level 45 und Hothead Level 46. Tut mal Zeit bei ihm, ne? Und wieder der Hagel. Nein! Italian, oh Gott. Ja, wir haben 4-fach Schwäche Wasser. Es wird Zeit, dass wir hier wechseln. Und nehmen natürlich wieder den Dong rein. DK Donkey Kong mit seinen ordentlichen krassen Trommel-Moves. Trommel darf natürlich nicht fehlen. Was würden wir denn nur ohne die machen, ne? So,
So, der Intellion werden wir jetzt ordentlich mit einem Holzhammer vergewaltigen. Das wird auf jeden Fall erreichen. Oh, er fängt an. Kannst du den Angriff ruhig senken lassen, denn Holzhammer ist auf jeden Fall stark und ist richtig strong. Hammer Time! Ordnungstime. Das Problem ist, der Rückstoß, den wir jetzt richtig kastrieren. Aber ich hab's hingenommen. Um diesen Kill zu securen. Relaxo. Da war der immer auch drin, ne? Denn wir haben hier einen Durchbruch. Jetzt kommt mein großer Durchbruch. Ey, Relaxo, der braucht ein bisschen mehr Training. Hopp. Das sind nur Level 39. Wäre ein schlechter Witz. Bam! Ei! Er überlebt es. Obwohl es ein Volltreffer war. Sprich mal wieder für Relaxes Defensivwert, was? Oh ja, das ist ein Body Slam. Das ist. Boah, der hat mich ordentlich platt gemacht. So platt wie eine Briefmarke. Und der Hagel hat ihn besiegt. Okay, das ist irgendwie ein bisschen armselig. Britziegel, was ist das denn? Bleib mal einfach drinnen. Weiß zwar nicht, was es ist, aber. Denkst du etwa, dass mich abwickeln? Nix da, ich bin alle Beste. Der übelst große Schinker. Was ist das für ein Viech? Keine Ahnung, was es ist. Fluch. Bist du mal kein Geistburg, oder? Ne. Initiative sinkt, Verteidigung steigt. Und Angriff steigt. Bei Geistburg funktioniert Fluch ja anders. Kommt mal in die Hälfte des Lebens zu einem sehr starken Fluch, der auf den Gegner ja niederprasselt. Jede Runde sehr viel Schaden zufügt. Ich weiß nicht, was es für ein Pokémon-Typ ist, Mann. Probier mal die Trommelschläge aus. Keine Ahnung, Dude. Nochmal Fluch. Ja. Ein Segen ist es definitiv nicht für dich. Weil du keinen Angriff gestartet hast. Zumindest keinen Angriff, der Schaden macht. Das heißt, das war's für dich, mein Freund. It's all over. Oder er heilt nochmal. Das kann natürlich auch sein. Ja. Damit war zu rechnen. Ich kann den Holz aber jetzt leider nicht machen, weil ich mich dann wahrscheinlich selber mit kille. Na, gucken wir mal, wie viel Damage die Trommelschläge jetzt machen. Immer noch ausreichend. Ein weiterer Hit sollte Britziegel Bahn gehen. Sonic the Hedgehog Verschnitt, ey. Und hopp! Hast wieder verloren. Hopp, hopp! Und hopp ist besiegt. Grüße gehen aus an Donkey Kong. Der MVP hier. Aha, ich kann nicht mal gegen meine Rivale gewinnen, aber ich gebe nicht auf. Der wird nie aufgeben. Nach seinen so vielen Niederlagen, die ich schon eingesteckt hat. Er lässt sich nie einschüchtern. Danke, ihr habt beide sehr gut gekämpft. Wenn ihr so weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht noch die unschlagbaren Delium besiegen. Das steht als nächstes auf eurem Plan. Ich hab vor, mich noch ein bisschen näher mit der Schnummerwald zu beschäftigen. Ich werde wieder der Arena-Challenge widmen. Und sobald der Arena in der Tasche ist, dann geht's schnurstracks über Route 9 nach Spikeford. Auf geht's! Das stimmt, der muss ja nochmal Mac herausfordern. Ich glaube, das hat ihn wieder aufgemuntert. Delia macht sich immer große Sorgen, wenn es Hopp schlecht geht. Und du als sein Rivale willst sicher auch das Beste für ihn. Stimmt's? Naja, irgendwie nicht wirklich. Also dann, mach's gut. Ja, Sanya, ey, mach dich mal schlau. Google mal, was mit diesem Schlummerwald auf sich hat. Das hängt wohl mit der Legende irgendwie zusammen. Ja, wir müssen jetzt nach Spikeford aufbrechen. Das freut mich natürlich besonders, denn da hat Mary ja mal gewohnt. Und ich mag Mary extrem gerne, Mann. Muss ich einfach mal sagen. Best Pokémon-Waifu. Ich weiß nicht, die hat irgendwas. Ist ein ganz besonderer Charakter, finde ich. Mal schauen, ob wir da ein bisschen was über sie noch herausfinden. Ist allerdings noch ein sehr weiter Weg. Eine Eisroute und ich glaube noch eine Route. Wir schauen uns das gleich mal auf der Karte an. Bin ich schon sehr gespannt.
wie das strukturiert ist. Ja, Route 9 wäre das und... Ach, das ist alles Route 9. Oh, es geht über Eisschollen und so. Das erinnert mich an Crash Bandicoot Herrscher der Mutanten. Da hatte man so ein ähnliches Level. Ist definitiv kein gutes Spiel, Crash Bandicoot Herrscher der Mutanten, aber es erinnert mich trotzdem daran. Und hier wäre dann Spikeford. Was sollen wir jetzt genau hier machen, weil bei Spikeford gibt es ja keine Arena. Warum gehen wir nicht back to Claw City und fahren mit dem Zug zu Route 10, damit wir nach Score City kommen? Wo dann wirklich der vorletzte Arena-Orn auf uns wartet. Hm. Naja. Schauen wir mal. Du. Gut. Dann wollen wir mal. Die Stadt haben wir ja auch schon sehr ausführlich erkundet. Was wiederum bedeutet, dass wir hier nichts mehr zu suchen haben. Gehen wir Richtung Süden. Route 9. Bin gespannt, was hier auf uns wartet. Zum Beispiel ein Angelplatz. Und. Ah! Was angebissen? Kappador! Nein, ein Octillery! Ja, moin! Wollen wir mal versuchen zu fangen, I guess. Problem ist, wir können das jetzt nicht mehr so gut schwächen, ne? Ich versuch's mal mit einem guten alten Durchbruch. Ich glaube, selbst die Trommelschläge würden den schon mal hitten, ja. Oh, Hydropumpe! Yikes! Aua! Hydropumpe. So weit ist es also gekommen. Das schon mit Hydropumpen in Kontakt kommen. Naja, Köderball wäre eine Möglichkeit. Wir haben den ja geangelt, aber irgendwie weiß nicht. Ich werfe mal einen Superball. Die ja besser sind als die Hyperbälle, wie wir schon gelernt haben, ne? Oh man. Das vergesse ich immer noch nicht, wie schlecht die Hyperbälle letzten Endes waren. Da! Superball! Der Name ist Brom. Er ist halt wirklich super, dieser Ball. Ich werde nie wieder Hyperbälle kaufen, Leute. Octillery. Das Hochdruck-Pokémon. Es fühlt sich instinktiv in Löchern am wohlsten und schläft auch am liebsten in solchen. Wobei es mitunter die Schlafplätze vor anderen einnimmt. Immer noch für mich ein Mysterium, wie aus Remoraid diesen Fisch Octillery werden kann. Das passt halt überhaupt nicht zusammen, wie ich finde. Aber hey. Oh, eine Anglerin. Die hat wahrscheinlich Wasser-Pokémon. Das heißt, wir haben einen krassen Typ-Vorteil. Komm her. Wenn sich Trainer begegnen, wird gekämpft. So einfach ist das. Show me what you've got, Sibyl. Barakiefer. Oh, das ist die Weiterentwicklung von Picuda. I see. Picuda. Sieht cool aus, muss man sagen. Weiterentwicklung, mir gefällt's. Das Level ist echt armselig. Level 39, come on, bruh. Ah, ist untergetaucht, das ist natürlich blöd. Ist toll, natürlich jetzt schön hier mit dem Hagel. Wunderbar, ich könnte kotzen. Also Donkey ist auch nicht der schnellste, ne, wie ihr seht. Wird von sehr vielen outspeed, das ist ein bisschen kacke. Hat aber zum Glück gereicht. Das freut mich. Donkey ist ein bisschen overleveled, aber wenn jetzt hier so viele Angler auf uns warten, dann bleibe ich auf jeden Fall trotzdem noch mit ihnen drinne. Landuren! Wasser-Elektro! Also besser geht's nicht, hier mit Pflanzen-Pokémon anzukommen. Ja, ich hoffe, es reicht. Antoine hat, glaube ich, ganz gute Defensivwerte. Aber wir sind fast 10 Level höher, Leute. Ich weiß auch nicht, warum wir so fucking overleveled sind. Aber soll mir recht sein, ganz ehrlich. Soll mir recht sein. Der Stärke gewinnt ganz einfach. So ist das nun mal. Na, was haben wir hier? Da ist auf einmal ein Pelipper aufgetaucht. Ach, wieder Auxiliary. Ah, diesmal mach ich ihn aber kaputt. Mach ihn kaputt, Alter! Jetzt kriegst du die Macht der Trommeln zu spüren. Ja, das war abzusehen, dass es reicht. Voll die mit Wundersaat drauf, ne?
Brauchen wir gar kein Holz am Auspacken, das reicht auch so. Dort hält Level 45. Für ein nicht festes Teammitglied schon unglaublich krass, ne? Gute 9. Da wären wir. Was haben wir denn hier? Ein Gastella. Ist auch ein Pokémon von Sonne und Mond. Was wiederum bedeutet, dass ich den Typ nicht kenne, aber es sieht aus wie ein Gift-Pokémon. Ist natürlich doof. Habe ich halt gar nichts gegen. Ich mache jetzt einfach mal die Trommel. Nee, scheint doch kein Gift-Pokémon zu sein. Was? Das ist ein Gastella. Ein Top-Trank, wow, der ist ordentlich was wert. Heißt die Lebenspunkte komplett wieder auf. Nur Top-Genesung toppt das Ganze noch. Ha, Niesel vom Pelipal wirkt, das ist gut. Blöder Hagel ist jetzt endlich weg. Ja, vom Pelipal auch einfangen wollen? Ja, ich denke schon. Bam! Ja, Pelipal ganz gute Defensivwerte. Schleuder und hat kein Item. Are you for reals? Ich will dieses Gastell aber gleich noch fangen. Das hat mich jetzt ein bisschen gewurmt. Was zum Geier, Mann. Die hast eben gesehen, das war die Animation, dass er auf jeden Fall drin bleibt und der ist nicht drin geblieben. Sehr, sehr merkwürdig. Nein, warum will der denn nicht? Na, zum Glück macht er nicht wirklich was. Stell dir mal vor, der würde mich die ganze Zeit mit Flügelschlag oder so treffen. So ein Desaster. Der gehört ein Desaster, wäre das. Superball enttäuscht mal wieder nicht. Dafür, dass er noch im gelben Energiebereich war, konnte sich das sehen lassen, ne? Relativ schnell gefangen. Pelipper, das Wasservogel-Pokémon. Ein Boot der Lüfte. Es bringt Eier und kleine Pokémon in seinen Schnabel in Sicherheit. Gibt auch ein Gerücht, dass Pelipper Mario und Luigi als Babys zu Yoshis gebracht hat. Ach ja. Noch mehr Gastellas. Holy shit, sie sehen so weird aus. Was soll das für Viech sein? Das muss auch Gift-Pokémon sein. Ich komme einfach nicht drauf klar. Wahrscheinlich Gift und noch ein anderer Effekt. Ein anderer Typ, Mann. Das ist auch ein Gift-Pokémon. Mega weird. Gastella, ey. Hoffentlich hat Gastella nicht die Fähigkeit Giftdorn. Greift die ganze Zeit physisch an. Das ist Giftfalle, warum funktioniert das nicht? Komm einfach gar nicht drauf klar auf das Pokémon. Ich glaube, wir haben nur eine Chance, es zu fangen. Wenn der Hyperball jetzt nicht funktioniert, dann verfluche ich ihn. Ach ja, stimmt. Ich verfluche den Hyperball ja sowieso schon. In mir kochte schon was hoch. Ich war kurz davor zu ragen schon. Also hätte das nicht funktioniert, da hättet ihr mich mal kennengelernt. Gastella, das quält Stern-Pokémon. Wird mal von seinen Stacheln gestochen, setzt zunächst Taubheit ein. Gefolgt von einem nahezu unerträglich starken Juckreiz. Giftwasser, deswegen war es normal effektiv. Okay. Ja, cool. Verzeiht mir, ne, dass ich das die Sonne und Mond-Pokémon nicht kenne. Aber ich kann sie ja kennenlernen. Ich habe mit meinem Pokémon so richtig abgetanzt. Und jetzt bin ich super drauf. Bereit? Bereit! Ich bin bereit. Ganz in Form. Und ja, das ist enorm. Virginia. Bisschen Virgin. Nur was zu sagen. Oh nein, die hat Eis-Pokémon. Goddammit. Das ist das neue Flampion, ne? Ja. Aber ist ja egal, wir haben einen Durchbruch.
ist auch nur Eis, ne? Nicht Eispsycho oder sowas. Apivi haben wir vielleicht in seiner Trance-Form da Eispsycho, wer weiß. Blubella! Hotted. Der alte Hitzkopf muss mal wieder ein bisschen was machen, ne? Ein bisschen hinterher. Blubella! Einfach Duflor einen Sonnenstein gegeben. Eiskalt. Duflor hatte die Tante wohl keinen Bock. Solange kein Schlafpuder kommt, ist eigentlich der Signature-Move von Blubella, ne? Boah, was ein Move. Spezial- und Spezialverteidigung. Initiative steigt. Ja, schon sehr stark. Boah. Der Move ist ja broken. Gedankengut weint gerade. Aber egal. Nicht broken genug, wenn man Feuer-Pokémon dabei hat, was? Und das war's schon mit Virginia. Wow, ihr gebt echt eine klasse Kirby ab. Eure Attacke ist abgestellt wie Tanzschritte. Die ist ein bisschen frei zu Jahr gezogen, ne, für diese Eiswelt. Holy shit. Friert sich ja der Arsch ab. Ach, stärkt alles das Immunsystem. Das ist die Kirchester Bucht. Auf die Eisschollen kommt man leider nicht selber drauf. Es erinnert auch ein bisschen an Ocarina of Time, ne? Und hier ist Team Yell. Was hat Team Yell wieder vor? Was führen die wieder im Schilde? Ich sehe da einen Kamalm. Wir finden es heraus. Aber nicht mehr heute, sondern in der nächsten Folge. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Genau 100 Pokémon. Let's go, man, Leute. Okay, Leute. Haut rein. Bis dann und ciao. We'll be right back.